Jetzt willkommen bei Anno 1800. Es geht weiter. Ich habe, kann man sagen, wie man sieht, schon ein paar Punkte verloren und ich stand zusammen zu einer Kriegsflotte raus und ich habe ja schon ein bisschen etwas vorangespielt. Und man sieht, ich habe hier noch 10 Schiffe noch ein Werf noch. Die schicke ich hier unter zu, also mal die zwei noch. Und wenn hier hinzu kommt, schicke ich hier runter zu die neue Welt, um hier ein bisschen langsam aufzuräumen. Kann sagen, ja. Also viele Inseln, ich denke mal, viele Frachtschiffe werden wahrscheinlich eventuell versenkt werden. Ich greife nicht sofort gleich nicht jede Insel sofort instant immer an. Und ich sage, ich greife eine Insel pro Zug immer an, ein bisschen. Um hier ein bisschen die Ressourcen abzustreiten. Ich würde sagen, erstmal diese Insel hier erstmal am Fokus nehmen und dann die hier. Weil ich denke mal, weil hier meine Kaffeeherstellung ist, ich denke mal. Alles bereit. Perlen und Co. alles, Ding mal. Da würden, wie gesagt, paar viele Schiffe draufgehen. Also, Ding mal, viele Küsten. Genau, hier ist eine Küstenanlage. Die Menschen lassen sie hochleben. Hier ist nur drei. Und auch, okay, hier sind vier. Also, wie gesagt, ich kann nicht greifen, ein Insel pro Hafen, weil ich möchte nicht so viele Schiffe nicht opfern. Weil Anfang ist relativ, kann man relativ eine Insel nach und platt machen. Ich denke mal, die beiden kleinen würde ich jetzt zuerst im Fokus nehmen. Und danach würde ich erstmal die hier nehmen. Mein weiterer Plan ist auch, mit die Piratendame auch hier nicht Angriffspakt einzugehen. Ich nehme sofort, wenn ich hier Fokus bin. Und hier persönlich auch, habe ich auch schon langsam eine Flotte langsam. Ausgestanzt schon mal ein bisschen. Also nicht hundertprozentig, weil die Produktion für Schlachtkreuze dort relativ lange. Persönlich, die Insel will ich sie einfach noch stehen lassen. Und den Rest will ich sie von der Karte hier wegtilgen einfach. Die beiden Rohstoffe brauche ich nicht, wenn ich die auf andere Karte weggemacht habe. Deswegen, ja. Hier ist so, ich denke mal, hier wird es etwas mehr sein, weil sie kleinere Schiffe hat und Fregatten. Und ich denke mal, hier wird meine Schlachtkreuzer, ich lasse hier ein paar hier stehen und ich denke mal, die wird einfach hier einfach rüberflexen einfach. Deswegen. Also das Anstrengendste wird auf diese Karte werden. Weil sie ist relativ nah an meine Küste vertreten. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Neue Befehle? So, ja, ich brauche ein bisschen Gold, weil meine. Ihr Schiff ist Produktion für Gold ein bisschen leicht bescheiden ist. War falsch, weil man irgendwie doch hier herstellt. Vom Stapel gelaufen. Ach, daneben, weil ich habe einen Auftrag für die Piratendame und die muss ich gerade schnell machen. Was war? Irgendwas, glaube ich, mit 10 Tonnen, irgendwas, glaube ich. Bin nicht sicher. 10 Tonnen Dynamite liefern, okay. Wie gesagt, wir schon der ganze Zeit dabei und hier schon meine Flotte stand, zu verbessern. So. Auf der ja. Also es geht schon in Richtung interessant, so nur für Schiffe. Spitzen ist auch nicht schlecht. Aber für. Also goldene Sachen hat sie anscheinend hier nicht. Ja, sie sind nur nicht so mittelmäßig gute dabei. Bisschen Lehm ist jetzt auch nicht immer schlecht. So. Hätte ich dir aus den steifen Fingern pulen sollen. Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsreichweite um 10%. Das klingt auch gut. Also sage ich, ich habe nur drei Items, kann ich nur bei ihr einkaufen und das war's. Sind unterwegs. Aber hier ist ein Vorteil, hier läuft dann wenigstens ein Cooldown runter. In 5 Minuten kann ich gleich die nächsten Sachen kaufen. Aber im Grunde ist das nur, um Sachen zu sparen, kann man sagen. Nicht so hier darauf, hier Items zu kaufen, sonst irgendwas. Das ist der einzige Vorteil. Und dazu noch, meine Bilanz sieht relativ noch gut aus. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt.
Es ist ein bisschen was, es geht langsam was im Keller. Natürlich, ich habe hier, weil ich hier ein bisschen was ausgehoben habe, hier in diesem kleinen Bereich. Hier geht ein bisschen Fahrräder und Co. ein bisschen leicht im Keller. Schmuck geht langsam hoch. Aber der Fall und Co. ist hält sich noch, kann man sagen, ein bisschen noch in Grenzen noch. Es ist nicht so extrem minus 20 oder was weiß ich, der Geier. Es geht noch. Man sieht hier, ohne die nötigen Elemente Gold ist ja klar. Ich hoffe, bei Arktis oder in Afrika kriege ich mir da noch Goldreserven. Oder es wäre cool, wenn die alte Alternative, wie hier bei Uran, irgendwie auch Messing bekommen würde. Weil die Produktion für Gold ist einfach extrem lange, finde ich. Weil für 2 Minuten 30 für ein Gold, nur ein bisschen Gold. Ich hatte mal richtig viel gehabt und jetzt natürlich, ja, ich habe nur 2 Goldschmuckherstellungen, ja. Weil die gehen ja richtig in den Keller, ja. Also im Grunde muss ich irgendwie mal gucken, wie ich das regeln kann. Aber bis jetzt bin ich relativ noch zufrieden. Es ist nicht so extrem in den Keller gegangen. Hier sind so ein bisschen Glühbirnen und Brillen geht in den Keller ein bisschen runter schon, aber nicht so extrem schnell. Kann ich schon ein bisschen etwas gegensteuern. Lager sind fast immer voll. Fahrräder ist ja klar, wie ein Couch und Co. Wie viel habe ich in Kautschuk? Kautschuk ist auch nicht, wie nicht viel. Mal, es geht schon langsam in Richtung mehr runter, aber ich habe ein bisschen Einfluss noch, kann nur ein paar Schiffe bauen. Deswegen ging es geht nicht so extrem schnell runter. Also Schiffe sind jetzt in Produktion, dort relativ lange. Ich denke mal, die Linienschiffe und die Schlachtkreuzer tue ich auf diese Karte vertreten. Die hier, wenn du auf meine und die zwei unten. Gehen in Richtung Neue Welt hin und da ein bisschen aufzuräumen. Ich hoffe, wenn ich die Krieg erkläre, die Piratendame nicht sofort mir auch in den Krieg erklärt. Das war ein bisschen too much schon ein bisschen. So ist mein Frachter unten schon da. Ja. So. Sie möchte keine 10 Tonnen Dynamit. Wo habe ich denn? Wo wird das bei mir gelagert? Da. Zack. Da. So. Also ich hab doch hier. Doch irgendein doch Schiff. Also ist, glaube ich, meins noch unterwegs noch. Ah, ich hab hier. Die Welt spaltet sich in Schwarz und Weiß, wenn man klar und gründlich recht spricht, so wie ich es tue. Jetzt mal ein. Richtig coole Item, so also mal Item gehabt für Schiffsbau, ja. Aber ich habe versucht, ein paar Mal zu würfeln, aber nicht wiederbekommen. Egal, geil. Will ich hier zusätzlich auch noch runtergehen noch? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So. Holzmäßig ist voll, das Serienlager. Das Lager ist voll. So. Ich hatte ein bisschen leicht Holzprobleme. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ah. Das ist gerade. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ist so toll. Zum Horizont. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich brauche erstmal Baumaterial, erstmal Holz. Aber Erdbretter. So. Sind unterwegs. Weil hier sind gerade extrem schnell die Holzbretter gerade in den Keller gegangen. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. So, das war Schiff busy. Vom Stapel gelaufen. Genau. Also wenn man sieht, ich rüste langsam auf. Wirtschaftsmäßig sind wir fast auf gleichen Ebene. Also militärisch ist die immer noch stark. Aber ich tue ja meine Schiffe nur hauptsächlich noch ausbauen. Soweit ich sehe, hat sie nur hauptsächlich nur Fregatten. Komm richtig. Große, so wie richtig große Linienschiffe. Wie ich das sehe. Also hauptsächlich nur relativ Kleinkram. Aber das Kleinkram kann auch richtig eklig sein. Also,
Ich habe mal ein bisschen geguckt, ja, sie hat eine Lagerkapazität, wie ich auf ihrer Hauptinsel sehe. Ist das nicht ein wunderschöner ungefähr Tag? So ungefähr 500. Das ist ihr Maximum, was sie besitzt. Wenn ich ihr, kann man sagen, von der neuen Welt die Ressourcen abtrenne, geht die relativ schnell mal dort eine Weile, bis sie mit ihren, kann man sagen, mit den Leuten hier richtig in den Keller geht. Das heißt, die kriegt nur noch nur Handwerker nur noch. Das ist mein Vorteil, also das, was ich gerne hätte. Ja. Das heißt, sie wird irgendwann alles zusammenbrechen. Wirtschaftsmäßig, ich weiß nicht, wie es bei ihr Wirtschaft ist. Aber danach wird sie richtig abstürzen. Ich will erstmal auch hier persönlich auch erstmal die Insel direkt von meiner Insel erstmal plätten. Die beiden Insel, ich denke mal, wird ein bisschen tricky. Wir sagen erst die Insel, dann die Insel, dann die Insel und dann bis sie weiter hier oben. Mal gucken, was da oben ist, noch eine kleine Pupsinsel. Das ist eher so meine Richtung. Erstmal so nach und nach. Also sie gehen, die geht bestimmt nicht sofort auf meine Hafen drauf. Ich denke mal, sie wird sich erst verteidigen. Inzwischenzeitig tue ich mit der Piratenfrau einen Nicht-Angriffspakt. Ich hoffe, das funktioniert. Dann kann ich ihr nach und nach ihr Insel-Territorium einfach abziehen. Mein Ziel ist es erstmal, von Neuwelt erstmal ihre Ressourcen erstmal abzutrennen. Sie kann keinen Nachschub bekommen mehr. Wenn das passiert, natürlich ja, wenn sie keine Rohstoffe bekommt mehr von ihrer Bevölkerung, geht das relativ schnell in den Keller. Ich weiß nicht, wie viel hoch ihre Bilanz ist. Ich könnte auch bei ihr auch komplett einkaufen auch. Könnte ich auch so nebenbei auch machen, aber ganz ehrlich, nee, danke. Ich möchte ja ein bisschen auch in dem kleinen Action haben. Ich habe ja einmal gemacht, dass mal Insel eingekauft. Ist schon cool, ich hätte ja dann eigentlich genug Bilanz hier, um ein paar Insel hier bei ihr abzukaufen, aber. Also ich möchte auch ein bisschen, auch ein kleines bisschen Action haben, auch ein bisschen. So. Gold hier rein. Zack, alles rein. So. Hier ein bisschen am Arbeiten sind. So. Hier zurück. Stopp. So. Alles klar, von fast 600 sind noch 70 übrig. Wie gesagt, der Schiffsbauphase dauert relativ lange. Ich denke mal, ich wäre auch relativ, ich habe wie auf bisschen wieder vorangehen auch. So, die will ich erstmal hier oben. Ihr Schiff ist von der Überfahrt so zurückgekehrt. Zack. Neue Befehle? So, die Reichweite und Angriffsstärke wurde erhöht. Und mehr Leben. Zack. So. Volle Segel. Die Schiffe gehen jetzt bald so Richtung Neue Welt. Ich denke mal, bis ich die alle Schiffe mit Eidips voll gepumpt habe. Es geht übelst dauert relativ lang. Ich könnte jetzt meine ganze Flotte, ich denke mal, meine Flotte hier hoch schicken. Und einfach da mit Eidips zuballern. Ich denke mal, das ist die einzige bessere Lösung. 8 Schiffe sind nochmal noch, 7 Schiffe sind noch Produktion. Wenn ich die alle Schiffe habe, schicke ich die alle nach oben. Nach und nach tue ich die alle wegschicken. Aber wie gesagt, ich habe bei ihr jetzt einen Cooldown. Ich kann nur 20 Items bei ihr nur einkaufen. Und das war's. Mehr kann ich leider nicht. Achtung, Admiral anwesend. Mehr als bereit. So. Schadenbehoten und Prädation um 20% erhöht. Ich denke mal, das ist das Reichen von der Flotte. Vorsetzen. So. Die zwei nehme ich noch mit. Flotte unterwegs. Bekommen die beiden Geschütze noch. Und mit meiner Schlachtkreuzer, bis die fertig gebaut sind. Ich habe noch 18 Stück auf Lager und die Produktion hat übelst. Sag mal, die Herstellung, ich brauche 12 Minuten, um eine herzustellen. Ich habe einen Riesenauftrag rauszugeben. Es kann relativ lange dauern. Ei, ei. So, zack, zack. So. Minuten noch. Aber ich denke mal, das wird schaffen. Aber ich lasse die letzten Linienschiffe noch bauen, 7 Stück.
Und das war's. So. Flotte erwartet Befehle. Wie viel habe ich denn überhaupt? Sind hier Dreie. Reihe 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Linienschiffe. Ich denke mal, diesen 13 würden erstmal ausreichen. So, neue Welt. Wie heißt meine Insel? Okay, ist klar. Hauptinsel. Do. So. Lotte bereit. Ihr geht als Gruppe? Ja, eine Gruppe, genau. So. Ihr geht. Ich auch. Bitte nach Doi. So, diese Schiffe fahren jetzt alle runter zu die neue Welt, um dann nachher ein bisschen aufzuräumen. So, mal gucken, politisch. Also mal die Hälfte habe ich schon erreicht. Okay, sie hat ja neben noch Hafenanlagen, das wird ja mit Porzell auch noch dazu berechnet. Alter, die Flotte sieht schon cool aus. Das sieht einfach nur optisch richtig geil aus. Mächtige Flotte geht in den Weltmeeren. So. Wie gesagt, ich glaube, ein paar linische Schlachtkreuzer behalte ich erstmal hier. Also wenn ich fertig, ein paar welche fertig gebaut habe, nehme ich mal hier ein bisschen mal aufräumen. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube, 10 müssen optimal ausreichen. Die aber komplett ausstatten. Also wenn ich die auch komplett gebaut habe, dort erstmal eine Weile. Ich habe ja noch 18 Stück auf Lager noch. Check ich die hier und dann darüber. Und dann ein bisschen aufzuräumen. Also mit Tannenmäßig bin ich auch relativ gut dabei. Kulturmäßig bin ich eigentlich ein bisschen mehr. Ach genau, ich habe ja ein paar Windkultur. Ganz einfach, ich habe hier ein paar Kulturhäuser abgerissen, deswegen ist mir ja etwas bisschen weniger. So Handels, Wirtschafts bin ich auch schon relativ gut dabei. Bin auch noch ein paar Sachen, also mit dem, was einzeln fehlt, ist so Propaganda noch. Boah, so viel Einfluss. Wenn ich so viel hätte, ey. Also ich könnte ja eigentlich so richtig. Bringst du mir meinen Anteil? Du bekommst deinen Anteil, so wie alle anderen auch. So. Frachtschiff steht so, bereit. Du bist drum. Und jetzt Kosten. Egal. So. Ich möchte lieber goldene Sachen. Genau, Prädation hätte ich gerne. Leben, Pizza. Jetzt nur noch hier raus schmuggeln. Das hätte ich auch gerne. Hätte ich dir aus den steifen Fingern pulen sollen. So, Schaden an Gebäuden 50% erhöhen, das ist auch nicht schlecht. Mehr Schaden an Gebäuden ist immer really nice. Ja, ich nehme auch das ist nun auch mal das der mit. Preis für Schmuggelware. Deswegen. Angriffsschienen, okay, reicht. Schiff vom Stapel gelaufen. Reichweite erhöhen, so, zack. So. Ball drehen. Ich glaube, das ist das wieder voll überhaupt. Was ist voll? Muss ich echt hier eine Linie einzurichten? Weil der hat immer die 150 Tonnen immer auf Lager. Also Geld brauche ich mir nicht beklagen. So, aber ich sehe langsam, wir haben langsam die Zeit fast wieder erreicht. Und zurück wieder. Ich glaube, es lohnt sich echt, hier einfach ein Linienschiff am Hin zu klatschen und einfach die 100 Tonnen oder was ich der Geil einfach hier rüber, weil ich glaube, Evakuierungspunkt, da hast du so eine riesen Bevölkerungsanzahl an den hohen Leute. Und reicht das Gold wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder ich hoffe, Arktis kriege ich eine neue. Also mal relativ. Da kriege ich noch Gold noch. Neue das wäre auch relativ cool.
Aber naja. Ei, ei. So. Diese kleinen Dinger, 6 Stück Einfluss. Das ist aber auch relativ viel. Aber mal schauen. Ich würde sagen, die Flotte baut sich langsam hier auf. Freue mich schon langsam darauf. Man fragt das ja. Komm, wir machen noch die letzten beiden Schiffe noch hier fertig. Dann gehst du zu die nette Dame, holst ein paar Goldbarren noch. Und ich denke mal, die letzten Schiffe, die fertig gebaut werden. Bist du doch keiner von uns. Also die letzten 6 Stück lasse ich noch bauen. Und dann tue ich meine Flotte hier komplett zu ihr hochschicken. Komplett auscrippen. Und dann, ich denke mal, habe ich hier Linienschiff und noch Schlachtkreuzer. So mal ein bisschen kleinen Mix noch. Die verschiedene Fronten am Kämpfen sind. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. In die Takelage! Flotte steht bereit, das ist very nice. Schiff vom Stapel gelaufen. Dass es so lange dauert. 15 Minuten dort doch immer nur so ein Schlachtkreuzer. Ach du Schande. Das heißt, in nächster Folge sehen wir weiter eine weitere Schiffsflotte hier langsam. So, erstmal mein Frachter, der ist jetzt hier unten angekommen. Frachtschiff steht bereit. So. Schiff vom Stapel gelaufen. Du kriegst dann Damage im Boin und du kriegst das. Ei! So, ich tue die Schiffe, die schon ausgebaut haben, die werden jetzt meine Seite. Da weiß ich du schon, die sind fertig. So. Mehr als bereit. Du hast schon mal das schon mal. Du kriegst mehr Leben. Und die Reichweite. Neue Befehle? So. Dann machen wir noch Bits und Prädiktion noch. Das ist schon auch schon mal nicht schlecht. So. Mehr Druck im Kessel. So, und du Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Du kriegst uns das noch. Oder wenn könnte ich die komplette Schlachtkreuzerlinie einfach komplett nur einfach nur Linienschiffe bauen. Lassen sie hochleben. Weil ich mich da ein bisschen gemischt haben. So. Sind unterwegs. Business nach da oben hin. Mein Fregatte, wo ist der? Ah, schon hier bereit. Jedwede Unterstützung vermag es nicht, doch verschwenden sie nicht anderer Leuts Zeit. Ich denke mal, wenn ich die letzten Schiffe habe, dann wird es ganz interessant. Wenn es euch gefallen, lasst Daumen nach oben und ich denke mal, es wird noch die Flache noch etwas dauern, noch, bis ich eine. Wenn die Kriegsflotte langsam ausgebaut ist. Ich würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben. Haut rein.